Hier ist wieder eure Carmen mit einem Mitmachclip vom Kunstmuseum Albstadt. Und heute verrate ich euch einen Trick, wie die Künstler eine große Landschaft oder ein anderes Motiv auf ein kleines Blatt bringen. Wenn ihr natürlich zu Hause so einen Rahmen schon habt, ein fertiges Passepartout, dann braucht ihr nichts zu machen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir das nicht zu Hause haben. Dann sucht ihr einfach einen alten Karton, auch von einer Verpackung. Das ist die Rückseite von einem alten Zeichenblock und nehmt am besten eine Postkarte und geht einfach her und zeichnet das auf mit einem Bleistift in die Mitte von eurem Karton. So, das sieht so aus. Und jetzt gehen wir her und schneiden diesen Ausschnitt aus. Jetzt haben wir einen selber gemachten Rahmen. Mit diesem Rahmen kann ich verschiedene Dinge machen. Schaut mal. Ich kann ein Bild einrahmen und ihr merkt gleich, es ist ein völlig anderer Effekt. Ich kann das jetzt aber auch als Hilfsmittel nehmen. Das tut ihr dann am besten in euren Zeichenblock. Ich habe hier einen Zeichenblock mit Tonpapieren drauf. Außenrum kann ich jetzt hergehen und schon für meine nächste Arbeit wieder einen Rahmen machen. So. Das war jetzt der äußere Umriss. Und schon habe ich jetzt einen Ausschnitt, in dem möchte ich euch zeigen, wie wir draußen in der Natur eine Landschaft zeichnen. Dazu gehen wir jetzt einfach mal nach draußen. Tschüss, bis gleich.